Loriot, mit bürgerlichem Namen Vico von Büllo, war ein großer Mopsliebhaber. Oft posierte er mit ihnen auf Bildern und bediente sich ihrer für seine Sketche. Loriot ging in Stuttgart zur Schule, war hier in jungen Jahren Komparse am Theater, ehe er seine Karriere im Fernsehen begann. Zu seinem 90. Geburtstag im November 2013 wurde die 2,75 Meter hohe Kalksteinsäule in Gedenken an den großen Humoristen am Eugensplatz aufgestellt und feierlich eingeweiht. Der Standort wurde gewählt, da Vico von Büllo mit seiner Familie von 1938 bis 1941 ganz in der Nähe vom Eugensplatz in der Hausmannstraße 1 gewohnt hatte. Allerdings war die Gedächtnissäule des Künstlers Uli Xell zu dem großen Fest noch ohne Mops. Das ging für viele Fans von Loriot natürlich nicht. Deshalb haben humorige Mitarbeiter von Kessel TV nur wenige Tage nach der Einweihung einen mit Goldfarbe besprühten Mops auf die Säule gesetzt. Diese Nacht- und Nebelaktion ist in einem YouTube-Video festgehalten. Geplant war dieser goldene Mops als Gag, um dieser großen Persönlichkeit gerecht zu werden, sagten die Macher des Stuttgarter Stadtblogs Kessel TV. Der Mops ist jedoch wenige Tage nach dieser aufsehenerregenden Aktion wieder verschwunden. Wie genau, ist unbekannt. Bei der Polizei ging damals sogar eine Vermisstenmeldung. Die Trauer war groß. Interessanterweise gingen viele Stuttgarter davon aus, dass der Mops ohnehin zum Denkmal gehöre. Sie wünschten sich somit den gemopsten Mops zurück. Die nackte Säule war den Schwaben zu schlicht. Ein neuer Mops musste also her. Eine vor den Stuttgarter Nachrichten und dem Oberbürgermeister ins Leben gerufene Spendensammlung brachte schnell das nötige Geld ein, um einen neuen Mops, nein, diesmal sogar eine Möpsin aus Bronze zu ermöglichen. Der Bildhauer und Künstler der Kalksteinsäule, Uli Xell, war einverstanden. So konnte die 40 cm große und 6 kg schwere Bronzestatue im Mai 2014 feierlich eingeweiht werden. So blickt die Möpsin auf die Stadt, als Hommage an den Komiker Loriot.